Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Online-Fußball-Manager. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Gerne lasst heute auch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ja, wir wollen hier mal in die nächste Saison gehen. Es ist der 23. Und unten wird ständig eine URL eingeblendet. Und hier Fenstermodus, wuhu! Ja, wir haben hier Saison 23. Ist schon inzwischen der dritte Spieltag. Ich habe ein bisschen verpasst, euch was zu erzählen und zu zeigen. Wir haben die letzte Saison geschafft, in der Liga zu bleiben. Jetzt sind wir Bezirksklasse 72. Ich guck mal ganz kurz, dass ich hier ein bisschen noch interessanter, mittiger sitze. Bin jetzt hier in einer neuen Liga, 72. Die ist halt auch nicht so mega krass. Da ist halt nach oben hin was möglich. Das Problem ist meistens, dass ich zum Schluss hin immer so ein bisschen, oder auch zwischendurch so ein paar Punkte verliere, sodass ich ja immer hier so auf dem Trichter lande, so 3, 4, 5, so um den Dreh. Also aufsteigen ist halt noch nicht mit meiner Stärke. Ich bin jetzt inzwischen bei einer Gesamtstärke, Mannschaft von, ich glaube, 85. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft auch noch ein bisschen verbessern. Und ja, was gibt es noch Neues und Interessantes? Stadion habe ich ausgebaut oder bin gerade dabei, noch 11 Spieltage. Da packe ich nochmal 2000 neue Plätze zu und dann haben wir später 4138. Ist natürlich eine ganz beknackte Zahl, aber ja, kann man machen, ne? Und ja, dann bringt unser Stadion schon mal richtig ordentlich Asche rein, also ordentlich in Anführungsstrichen. Gibt natürlich da Stadien, die haben irgendwie über 100.000 Plätze oder so, das ist auch schon sehr, sehr krass. Und was gibt es zu guter Letzt? Fun Cups! Da könnt ihr euch gerne anmelden, wenn ihr dabei sein wollt. Ich weiß nie so genau, wen ich alles einladen soll und so weiter. Einfach euch hier anmelden. In der Zockerdudes-Liga ist inzwischen die dritte Auflage. Und da kommt ihr wieder rein mit dem Passwort DUDE-STYLE. Zusammengeschrieben, großes D, großes S. Und dann seid ihr dabei. Stärke 0 bis 90. Ich versuche das immer so ein bisschen anzupassen, sodass die Leute um mich herum sozusagen sind. Also nicht, dass ich immer der Stärkste da drinne bin oder so, sondern dass ich mich sozusagen mit da drinne bewege. In dem höchsten Bereich so um und bei. Ich versuche das um und bei, ja, 5 bis 10 Punkte über meiner eigenen Stärke zu machen. Ich glaube, zuletzt, als ich das gemacht hatte, war ich, glaube ich, so um und bei 80. Habe gesagt, okay, mache ich jetzt auf 90. Ist also nach oben hin noch ein bisschen Luft. Und ja, ihr könnt alle gerne mitmachen, euch ein Team zusammenstellen, was um und bei die Stärke 90 hat. Und dann können wir da gerne zusammen zocken. Startgebühr sind wie üblich die 5000. Mehr kann ich im Moment noch nicht. Und ja, es sind 4 von 16 Plätze belegt. Das heißt, da ist noch ein bisschen Platz. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ein ganz, ganz kurzes Video eigentlich. Hier nochmal zu meiner Mannschaft. Da muss noch ein bisschen Frische getankt werden. Falls es da noch einige ganz krasse Profis gibt, die sagen, oh, hier möchte ich dir mal ein paar Tipps geben, was du noch verbessern kannst. Das hier ist jetzt so mein Team, was ich in der Liga verwende. Liga-Aufstellung habe ich jetzt hier ein 4-3-3. Ich wechsle immer hier mal so durch und mache ein bisschen hier so. Wechsle aber auch zwischen 4-3-3 und 5-4-1. Je nachdem, wie es gerade aussieht, wenn ich mal irgendwie einen Spieler habe, der nicht kann oder nicht will oder so, weil er zum Beispiel gesperrt ist oder sowas, dann wechsle ich hier. Das meistens im Mittelfeld passiert es mir oftmals, dass da irgendwer gesperrt ist. Dann habe ich halt nur eine 84 oder so. Deswegen dachte ich mir, wenn ich richtig reinhauen will, dann mache ich das. Habe eine 85 und das ist schon mal ganz nett. Ja, das ist es eigentlich soweit. Finanzen sehen richtig schlecht aus. Ich habe 2 Millionen Schulden. Aber das liegt halt daran, dass ich eben mein Stadion ausbauen wollte. Das habe ich jetzt auch erstmal gemacht. Das ist in 11 Spieltagen fertig und dann hat es hier ordentlich Plätze. Das ist schon mal richtig cool. Denk mal, das ist schon ganz gut. Ja, das war's auch erstmal. Ich hoffe, wie üblich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwas braucht oder wenn ihr mitmachen wollt, schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Da sind die Links. Wir haben einmal den Link, um beim Online-Fußballmanager mitzumachen. Da, wenn ihr darüber reingeht, dann kriegen wir sozusagen eine kleine Provision. Dadurch, dass wir euch werben, ja, dass ihr dabei da mitmacht, dann könnt ihr auch gerne hier mitmachen. Oder halt Gamekeys, Gamecards und Coins und so ein Kram. Könnt ihr alles bei MMOGA euch holen. Dann bedanke ich mich bei euch für die kurze Beteiligung und fürs kurze Aufpassen. Es sind ja heute nur 5 Minuten gewesen. Viel ist ja nicht zu erzählen gewesen. Und ja, ich sag danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö! Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA.